Ah, ein Stadtmensch. Servus Leute, ihr findet mich im Wald an einem schönen Bach. Ich glaube, den seht ihr jetzt gar nicht, aber da unten ist er, ich schwör's. Auch wenn es nicht so ausschaut, heute geht es nicht um eine Pfeife. By the way, das ist meine Found Basic Nature. Eine, und zwar die, ja, 61er, eine Pfeife, beziehungsweise eine Pfeifenserie. Ich habe drei davon, die ich sehr lieben gelernt habe. Worum soll es heute gehen? Ich will meinen Kanal wieder so ein klein bisschen neu justieren, sage ich mal. Und zwar, die schon länger dabei sind, kennen ja den Ursprung vielleicht noch des Kanals. Die Camping Cowboys hießen wir ursprünglich früher. Da ging es eben primär um Camper und Camping und Outdoor und Messer und so weiter. Dann ist daraus Zeit für Freizeit geworden, weil wir eben mehr generell Sachen filmen wollten, die wir halt gerne machen. Und ja, jetzt geht es wieder so ein bisschen retour zum Draußen-Thema, Ausrüstungsthema, heißt aber nicht, dass es kein Pfeifenkanal mehr ist. Also das ist zusätzlicher Content, nicht stattdessen. Also wer jetzt die Outdoor-Videos und so weiter nicht so mag, der wartet aufs nächste Pfeifenvideo. Die kommen in derselben Frequenz. Wie gesagt, das hier, das ist ja nur ein Zusatz-Content. Deswegen auch der neue Kanalname Forest Piper, weil das einfach, ja, der Forest halt. Ne? Freunde, worum soll es heute gehen? Es geht um ein Messer-Review. Und zwar das Netfoss Seal. Ich zeige es natürlich gleich noch einmal in der Großaufnahme. Ihr kennt es mich ja, ich bin ja euer Zoomer. Vielen Dank an die Firma Netfoss, die mir das hier gezeigte Messer kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Aber ich werde nicht bezahlt. Ihr kriegt hier wirklich meine Meinung. Ihr wisst es ja, oder viele wissen es, ich arbeite bei Faun und habe auch viel Negatives zu Faun-Tabaken oder Faun-Pfeifennamen und sowas gesagt. Also, ne, also ich bin immer authentisch und immer kriegt ihr wirklich meine Meinung mit zu einem Produkt. Wie gesagt, ich werde nicht bezahlt dafür. Ja, schauen wir uns das Ding einmal in der Nahaufnahme an und sprechen ein bisschen über die Features. So, und da sind wir auch schon wieder. Sprechen wir mal ganz grundsätzlich über die technischen Merkmale. Man muss es halt einfach erwähnen, weil es einfach natürlich für viele auch interessant ist. Gewicht des ganzen Messers inklusive Scheide sind 390 ungefähr Gramm, was natürlich schon eine Ansage ist, gell? Also das ist, wie sagt man in Bayern, eine Plagiade. Ja, das ist schon groß. Eine Kunststoffscheide, taktischer Natur, wisst ihr es ja eh. Und mit TecLock hinten dran. Über den sprechen wir dann aber später noch. Wie ihr schon seht, ein Feuerstahl an der Seite. Kann man auch wegschrauben, wenn man den nicht haben möchte. Sitzt sehr gut. Und es, was mir persönlich halt gut gefällt, es snappt so richtig tief ein. Ja, also da hörst du wirklich so ein richtiges Kwusch und dann ist das Ding halt wirklich drin. Da fällt nichts raus. Es
rappelt auch nichts, wenn man es hin und her schüttelt. Wirklich eine ganz fantastische, funktionelle Scheide. Natürlich mit diversen Möglichkeiten, wo dieser Techlock montiert werden kann. Quer, überm Arsch, links auf rechts. Das ist eigentlich bei der Scheide wurscht. Die bietet eben viele Möglichkeiten. Techlock, da hat man hier so einen kleinen Riegel. Den muss man wegdrehen sozusagen und dann drückst du das hier zusammen da oben und dann kann man das aufmachen. Ich persönlich stehe total drauf, wenn ich das Messer montieren kann, ohne dass ich eben den Gürtel rausfädeln muss aus der Hose. Ich finde, das ist veraltet. Es geht heutzutage sehr viel besser. Das hier wirkt ein bisschen Papier ran, so als würde es abbrechen können. Aber bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen dazu. Das war's zur Scheide. Sprechen wir mal über das Messer selber. G10 Griffschalen, die sind auch, ja, wobei, über den Griff reden wir später. Das ganze Messer hat eine Länge von 23 cm und die Klinge ist 11, was habe ich gemessen? 10,8 oder sowas habe ich vorhin gemessen. Das heißt, wir bewegen uns hier rechtlich völlig auf der sicheren Seite. Ist natürlich 42A konform, überhaupt keine Frage. Klingenstärke, die ist beeindruckend. 5,5 mm ist natürlich schon brutal, also die Spitze auch. Schauen wir, dass ich es irgendwie näher herbringe. Die Spitze ist auch fett. Ja, also da ist sogar die Spitze brachialer Natur. Ich werde es auch später noch testen, ob man damit wo was raushebeln kann, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da irgendwas verbiegt oder bricht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist der Name eingelasert, Netfos. Full-Tang-Messer, sieht man sofort. Der Stahl geht ganz bis hinten durch, man sieht ihn auch von unten und hier eben ist ein Glassbreaker, Schrägstrich, Meinungsverstärker, Pressurpunkt, Attackierer, wie ihr es auch immer nennen mögt. Diese Schlaufe da hinten, die ist ganz nett, werde ich aber vielleicht wegmachen oder mir halt selber eine Paracord-Flechtung hinmachen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Der Griff wirkt recht brachial, wie ich finde. Also ich habe mir immer gedacht, bei jedem Video, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, jetzt warte mal, das sieht echt fett aus und unbequem und kantig. Ich meine, ich bin ja 1,93 Meter groß, habe dementsprechend große Hände und ich dachte mir trotzdem, so vom Blick her, der Griff ist ja ewig riesig und voll lang, aber schaut euch das mal an. Also bei mir, bei meinen Händen sitzt dieser Griff wie ein Kondom. Also wirklich brutal. Brutal. Richtig angenehm. Was mich persönlich besonders freut, kein Chimping. Weil du hast es so oft. Ich habe tolle Messer daheim, die ich gern jeden Tag tragen würde. Auch natürlich feststehende Messer, die aber immer hier oben diese scharfen Kerben haben. Und da frage ich mich immer wieder, sag mal, testet das keiner? Testet das, nimmt das denn keiner mal in die Hand und sagt, hey, warte mal, das ist eine Säge, was wir da hingebaut haben. Also das beobachte ich ganz oft. Und es ist hier nicht so, das liegt smooth in der Hand. Es ist relativ schwer, wie gesagt, 390 Gramm ist natürlich schon eine Ansage, aber mich persönlich stört das nicht. Warum stört es mich nicht? Ich habe gern was in der Hand. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn was, auch Handys oder so weiter, ich pfeifen, mich stört das nie, Feuerzeuge, mich stört das nie, wenn ich was in der Hand habe. Wenn es ein bisschen schwerer ist, mich persönlich stört das nicht. Der Griff ist genietet. Das ist so ziemlich so eins der wenigen Minuspunkte, die ich schon mal sagen kann. Warum? Ganz einfach deswegen, weil es kam schon ein paar Mal bei mir vor, dass sich Messerschalen nach ein paar Monaten Hardcore-Gebrauch gelockert haben. Und dann war ich heilfroh, dass ich mit dem Nachziehen konnte mit dem richtigen Bit.
minimal nachziehen und dann war wieder für Monate gut. Das geht halt hier nicht. Also ich habe jetzt noch keinen Langzeittest gemacht, aber da kannst du nichts nachziehen. Und das ist was, was mir tendenziell einmal negativ auffällt. Das bedeutet ja nicht, dass es negativ sein muss dann schlussendlich, aber ist mir irgendwie negativ aufgefallen. Wie gesagt, hier ist ein kleiner Hammer für Glas, für die Meinung, für, ihr versteht es schon. Massiv, wie gesagt. Wollen wir damit mal ein bisschen arbeiten. So, ich habe mir jetzt einmal ein Messer gesucht. Ein Stock. Und man schnitzt halt hier gleich Stücke raus. Ja. Also das ist schon vollkommen okay. Gerade mit dem Daumendruck, eben dass hier kein Chimping dran ist, da kann man schon ordentlich was reißen. Es ist halt ein Arbeitstier, ein Brecher. Ist jetzt kein Schneidteufel, kein Rasiermesserscharfer. Ja, es wäre jetzt, ich meine, es ist schon richtig gut scharf. Versteht es mir nicht falsch, aber das hat doch eher so eine Keilklinge. Was? Das ist bestimmt zum Holzspalten, ist das bestimmt brachial. Das Ding, das testen wir natürlich auch noch. Schnitzen funktioniert aber erst einmal wunderbar. Also da kannst du nichts sagen. Es schneidet es natürlich nicht so extrem wie ein Messer, das dafür gemacht ist. Ja? Flacher Schliff, schmaler Rücken, es ist kein Schnitzmesser. Ja? Das hat breiten Rücken und ist halt eher ja, ein stabiles Arbeitstier. Aber man kann sogar, machen wir es mir woanders, dass man es vielleicht besser sieht, man kann auch sehr filigran schnitzen. Ja, man muss es halt ein bisschen tatsächlich können vom Handling her. Aber das liegt dann vielleicht nicht am Messer, weil das geht. Probieren wir mal Hacken aus. Ich greife es jetzt ein Stück weiter hinten. Also halt mit dem Teil vom Messergriff hinten. Da ist halt nach zwei, drei Schlägen schon der halbe Stock weg. Also das geht ganz gut. Ich habe nur ich habe bloß bemerkt, dass das Messer beim Hacken stark nach vorne rutscht. Das heißt, da wäre es vielleicht überhaupt nicht blöd gewesen, ein bisschen mehr Struktur dem Griff zu geben. Weil ihr seht es ja. Es ist halt glatt. Ja, es ist sehr glatt. Ein bisschen mehr Struktur auf dem Griff hätte, glaube ich, nichts geschadet. Dann wäre dieses Hacken mit dem Griff hinten eben, ich meine, dem kann man natürlich entgegenwirken, indem man sich für seine Hand jetzt speziell ein Lanyard macht, dass das dann verhindert, dass man nach vorne rutscht. Das ist für mich jetzt zu klein, aber damit wäre es dann behoben sozusagen. Aber Hacken geht auch wunderbar. Da haben wir jetzt einen Baumstamm gefunden. Oh ja, ja, Sackelzement. Ja, brutal. Der hebelt so einen halben Baumstamm auf. Schaut euch das so. Der ist jetzt natürlich auch nicht taufrisch, aber viele Messer in dem Preissegment geben jetzt auf. Weißt das ja eh. Und da nehmen wir halt einen Baum auseinander. Und natürlich ist an der Spitze nichts verbogen, gar nichts. Es ist natürlich bei dem Drum von Klinge ist da natürlich überhaupt nichts verbogen. Nach wie vor Rasiermesser scharf. Vom Werk her übrigens, ich habe nichts nachgeschärft. Sehr gutes Werkzeug. Liegt vor allem nach wie vor brutal in der Hand. Also brutal. Und ich bin da, was so Handling betrifft, mit Griff, bin ich ein bisschen pingelig. Also ich mag es ganz, bei mir muss es wirklich gut in der Hand liegen.
kommt der Test, den ihr wahrscheinlich nicht oft seht auf YouTube, auf Messer-Reviews, aber kann man es schmeißen? Wir werden es gleich erfahren. Das hier ist übrigens ein toter Baum, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der ist tot. Also ich schmeiße hier nicht auf lebende Bäume. Also schmeißen kann man es brutal. Das reinste Wurfmesser, brutal. Weil ich einfach weiß, dass es vielen Leuten wahnsinnig wichtig ist. Betoning. Das schauen wir uns jetzt an. Es würde mich jetzt wundern, wenn das nicht gut performt, weil, ja, Schinken, ne? Birkenholz, also durchaus hart. Ja, geht super. Ja gut, es geht natürlich brutal. Ja, also das ist bei dem Blaciari ist es kein Wunder. Wenn wir schon da sind, machen wir auch die Locken, die allseits beliebten Locken, dass wir die gleich auch abgehandelt haben. Es kann sein, dass ich mich jetzt da schlicht und einfach ein bisschen blöd anstelle. Ja gut, es ist... Ja doch. Ich bin da auch schlicht und einfach kein Meister. Ja doch. Jetzt geht's flüssig. Ich musste wahrscheinlich einfach ein bisschen reinkommen. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. Aber man kann ehrlich nichts sagen. Schauen wir uns zunächst mal die Feuerstahlbedienung an. Zack, das ist so gesichert mit so einem Gummiband. Sitzt auch schön fest. Nehmen wir mal den Messerrücken. Man hat ja sehr gute freie Fläche für den Daumen. Jetzt. Oh ja. Der Winkel war der falsche. Oh ja. Der geht richtig gut. Es ist unbequem für die Hand. Weil das halt echt nur so ein Stäbchen ist. Wenn sie das so gemacht hätten, mit so einem Kunststoff hinten dran, nur so ein Stück Plastik hinten dran, das kostet kaum mehr in der Herstellung, aber dann rutscht es halt nicht nach vorne aus der Hand. Ja, und wenn sie das so gemacht hätten, wäre es einfach stressfreier zum Bedienen. Weil dann geht der Feuerstahl wunderbar mit dem Messerrücken. Ja. Also was den Feuerstahl betrifft, haben sie sich unnötigerweise ins Bein geschossen ein bisschen. Weil wenn sie hier hinten was dran gemacht hätten, irgendein Plastiknuppel, irgend sowas, einfach das halt nicht nach vorne rutschen kann, dann wäre es einfach viel schöner gewesen. Aber gut, das ist ja eh nur so ein Notfallfeuerstahl, der an der Scheide noch zusätzlich dran ist. Ich werde ihn wegmontieren, weil ich in der Regel meinen großen dabei habe. Oder einfach Feuerzeug oder so. Also das ist ja eh jetzt was ich nicht unbedingt andauernd brauche. Aber mit der Zündplatte geht es halt einfach viel besser. Mein Gott, ihr sagt es aber auch nichts. Der obligatorische Papiertest, habe ich ihn fast vergessen. Ja, und das ist nach der Benutzung wohlgemerkt, ja. Ja, was soll ich sagen? Da sind wir auch schon mit unserem Testvideo am Ende, Freunde. Was soll ich sagen? Es ist ein, wie ich finde, für mich persönlich, ein Outdoor-Allrounder, der in nichts überragt, außer vielleicht in Sachen
Bruchfestigkeit, weil das echter Schinken ist. Das Wegschnitzen, dachte ich, da performt es ein bisschen besser, aber es war vollkommen okay. Absolut passable Schärfe vom Werk an. Ich bin da überhaupt kein Fan von dieser Rasiermesserschärfe und dann noch abledern und so weiter, weil da haust du dreimal irgendwo rein oder schnitzt was weg und diese feine Schneide ist eh ungefähr so scharf wie das jetzt. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn, immer diese Rasiermesser haben zu wollen, meine Meinung. Nur meine Meinung. Ist ein Allrounder. Hacken funktioniert gut. Filigranes Schnitzen hat überraschend gut funktioniert, finde ich sogar. Abschnitzen funktioniert alles. Das zum Keilhämmern, das funktioniert bestimmt auch super. Und man darf nicht vergessen, was dieses Messer kostet. Irgendwas zwischen 45 und 50 Euro. Und das ist, finde ich, wieder nur meine Meinung, kaum zu schlagen. Weil dass ein SC4, ja, dass das ein geileres Messer ist, müssen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Aber das kostet halt irgendwie viermal so viel. Ja. Für den Average Man, der einfach nur mit den Freunden rausgeht in den Wald oder hier mal campen geht oder so weiter oder hier mal ein bisschen Buschkraftelt, so wie ich, für den reicht es. Absolut. Es reicht nicht nur, sondern es ist sehr gut. Ein Feuerstahl, habt ihr selber gesehen. Feathersticks, habt ihr auch gesehen. Ja. Was willst du denn sagen? Bei dem Preis ein unzerstörbarer Allrounder für wenig Geld. Der aber super performt, wie ich finde. Für das Geld, wie gesagt, das hätte es früher nicht gegeben. Heißt, früher, mittlerweile kriegst halt so ein Teil für 50er. Früher nicht. Da wackelt auch nichts, da rüttelt nichts in der Scheide, bombenfest wie ein Kondom. Brutal. Liegt unverschämt gut in der Hand, Reverse Grip, kein Problem. Und bitte, Leute, bedenkt. Ihr seid keine Navy Seals, Seal, verstehst du? Ihr seid keine Navy Seals, ihr seid nicht bei der Fremdenlegion, ihr braucht kein Messer mit Militärstandard und Überlebenskampf, sondern ihr braucht einfach ein stabiles Messer, das euch nicht im Stich lassen wird, was wahrscheinlich schön nachzuschärfen ist und was nicht teuer ist und trotzdem nicht kaputt geht. Ein super geiles Wurfmesser, das kriegt ihr sogar noch oben drauf. Also, was soll ich sagen? Ich habe genug gesagt. Servus.